Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Irina und das ist ja kurze Tagesbotschaft für euch. Ich habe mich doch entschieden, jetzt ist ganz spät, aber danke, meine Lieben, meine Schatzis, ihr habt mich so unterstützt. Ich habe gelesen, ich habe gesehen, aber reagieren kann, könnte ich noch nicht. Meine Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich für eure gute Besserung. Aber ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. So, aber zuerst, ich möchte, ich weiß es nicht, ich hatte diesen Impuls gehabt, weil ich vermute, jemand von euch hat das Gleiche, was ich. Das ist fast wie Ausbrennen, innerlich Ausbrennen, meine Lieben. Schaut mal, die Energie ist Waffenruhe. Versteht ihr? Die Tarot möchte euch zeigen, wenn wir so schauen, so von Nähe, Pause einlegen. Pause einlegen, weil dir ist alles schon zu viel. Diese Karte zeigt, das ist zu viel. Das ist Trägheit, wenn ihr seht. So, Trägheit. Und das ist Waffenstand. So, jetzt mache ich wieder größer, dass ihr weiter sehen könnt. Versteht ihr, meine Lieben? Überspannung. Ich vermute Überspannung. Hier sind Details von dieser Energie. Das, was zu viel war. Das, was nicht in kleinen Maßen. Das, was zu viel Arbeit. Zu viel Familie. Überall Verantwortung muss man übernehmen. Überall muss man diese Brücke, diese zwischen Familie und Job Brücke halten. Vielleicht manche machen immer noch diese Homeoffice. Okay, bei manchen ist jetzt wieder angefangen die Schule. Ich verstehe das schon. Die Tarot ratet dir, schaut mal, meine Lieben. Das ist alles in deine eigene Verantwortung. Hier die Karte zeigt, such deinen eigenen Weg. Versuche es, etwas zu verbinden, das, was du nicht verbinden kannst. Irgendwie, meine Lieben, kann man einen Weg finden. Ich habe jetzt gerade meinen Weg gefunden. Die Kerze gleich pustet sich. Versteht ihr, meine Lieben? Egal welche Zeiten, egal was da los ist, diese Überbrückung bisschen locker lassen, bisschen locker lassen. Die alle Geld der Welt kann man nicht verdienen. Ich verstehe, dass du brauchst für deine jemand klopft mich auf der Schulter und ich weiß es nicht wer. Ein Engel oder so, keine Ahnung. Vielleicht rede ich schon Unsinn, aber ich versuche jetzt noch eine Engelbotschaft zu ziehen. Versteht ihr, meine Lieben? Das ist alles verständlich. Ich verstehe das alles. Job, ich bin auch Workaholic und Familie, dass alles gut geht, dass du gut Kinder sind versorgt. Diese Brücke muss man ein bisschen locker lassen. Und jetzt noch Engelbotschaft für heute. Herzensgüte. Der Engel der Herzensgüte. Öffne dein Herz für andere Menschen. Empfange Güte und Wärme und schenke sie weiter. So werden sie Licht, Freude und Wärme verbreiten. Mit der liebevollen Art, mit der du deinen Nächsten begegnest, schenkst du anderen an, das Gute in sich zu entdecken und weiterzugeben. Die Botschaft deines Engels: Lasse das Schöne und Gute in deinem Herzen leben.
Meine Lieben, du kannst diese Gute und Schöne in deinem Herzen weiterleben lassen. Du kannst das weitergeben nur dann, wenn du das bei dir selbst entdeckt hast. Versteht ihr, meine Lieben? So wie ich sage, dir Rat von dem Tarot, alles ist in deine Verantwortung. Du kannst das weitermachen, aber so wie aussieht, ich sehe wie bei mir, ich habe jetzt aus Impuls gekommen, um euch zu präsentieren, diese Tagesbotschaft zu machen, weil ich spüre, jemand braucht das auch. Ich werde euch, meine Lieben, sehr, sehr dankbar für eure Kommentare, für eure Feedback. Schöne und gute kannst du geben, nur dann, wenn du in dir selbst entdeckt hast. Viel Glück, viel Spaß. Dieses Licht wird euch strahlen, dass du dein Herz, deine Liebe und Gute in dir findest. So, meine Lieben, einen wunderschönen Tag. Und wenn es klappt, mache ich am Freitag wieder. Vielleicht vier Könige sogar. Alles Gute, alles Liebe, meine Schatzes. Passt auf euch auf. Tschüss, Papa.